Hallo und recht herzlich willkommen. Nochmal neu. 3 zu 1. Hi! Nein, halt mal die Fresse. Wir müssen Zeit sparen. Ja, mach doch. 3 zu 1. Ich fahr Hallo schon. Und recht herzlich. Alter, 3 zu 1. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge F1 2019 in der Koop-Karriere mit dem Mike. Hey! Wir sind in Brasilien, das vorletzte Rennen danach. Brasilien ist eine geile Strecke. Nee, ich hasse Brasilien. Ich auch. Aber ich hab auch die letzten beiden Strecken gehasst. War natürlich nur ein Mexiko, Joke. Die Strecke ist aber scheiße. Mexiko und USA, ey. Also Mexiko geht sogar eigentlich noch, finde ich gar nicht so schlimm. Aber USA finde ich halt richtig doof. Und wir haben beide in den letzten Rennen 0 Punkte gemacht. Platz 1 Folge, zweimal eine Folge. Für mich ist Platz 1 nur theoretisch möglich. Ich müsste beide Male Platz 1 mit lilaner Zeit, also mit der schnellsten Zeit im Rennen haben, um 26 Punkte beide Male zu bekommen. Und wenn ich das geschafft habe in den beiden Rennen, dann darf Max Verstappen in diesen beiden Rennen nur insgesamt mit den beiden Rennen, also nicht in einem. Ja, wir haben es verstanden. Insgesamt nur 3 Punkte holen. WTF, was stellst du dir denn vor? Oh, da musst ja, du wieder. Ich sage nur, das ist wieder hier Abu Dhabi wie letzte Saison, Alter. In Abu Dhabi letzte Saison haben wir nur Leute weggerammt. Das ganze Rennen über. Ja, kannst du auch jetzt machen, hallo? Ja, mach ich auch in Abu Dhabi dann. Ja, aber hier Brasilien. Brasilien? Dein Ernst? Nee, das ist eine gute Strecke. Da habe ich Ambitionen, Erster zu werden. Ich finde Brasilien, erstens finde ich die Strecke von den Kurven nicht so cool. Es hat irgendwie nicht so einen Flow. Und außerdem ist sie halt auch richtig eng. Ja, eng, das ist das Dümmere, finde ich, von den zwei Aspekten. Ja, keine Ahnung. Also dementsprechend, wir müssen halt Platz 1 sein. Hat ich schaff's sowieso nichts, also von daher. Also egal, was ich jetzt erreiche für Punkte, was Geiles wird's dann im Endeffekt trotzdem nicht mehr. Natürlich nehme ich anderen Leuten die Punkte weg, was es irgendwie dann ja lustig und spannend machen würde eventuell. Aber ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, also das ist schon mal erstmal eine richtig schlechte erste Runde. Ja, Nachstartziel, die erste Kurve, ne? Ja, Alter. Ich hab mich so verbremst, das ist so riesig gewesen. Also jetzt bin ich aber eingefahren, so ein bisschen, ne? Das könnte jetzt ein gutes Rennen werden, so. Ah. Wenn's ein geiles Rennen wäre. Hallo, könnt ihr mal hier auf der Strecke mehr als eine Spur oder so haben? Oh Gott! Soll ich noch Schalenker? Gegenverkehr machen? Ja, mach ich gerade schon. Komm, wir müssen Zeitplan einhalten. Mein Reifen ist weg, ich stand 120. Siehst du gut, Zeitplan, wollte ich. Das ist der Zeitplan. Ich habe die einzige Bande getroffen, die in der Nähe der Strecke ist. Ich treff sie auch, bam. LOL! Geht's dir gut? Was? Hast du es gesehen? Nein. Ich bin in die Luft geflogen, wie so ein Irrer. Alter, mein Formel 1 Auto stand gerade 90 Grad zur Strecke, Alter. Ohne Spaß, hast du sowas schon mal erlebt? Gefahren? Ja, lila. Ja. Und dann bin ich gegen die Wand. Lila. Bin ich gegen die Wand. Der Reifen ist unter mein Auto. Und mein Auto ist quasi 90. Das habe ich noch nie gesehen, Alter. Das ist ja richtig heftig gewesen. Okay, jetzt umgekehrtes Spiel, wie wir es in Mexiko haben. Ist natürlich perfekt. Von Platz 20 auf Platz 1. Umgekehrtes Spiel. Wann bist du in Mexiko ausgeflogen? Kann ich dann auch so machen wie du. In der ersten Runde, ne? Ich bin in der dritten, ja, okay, dann machen wir so, okay. Also eigentlich erste Runde ist für dich eigentlich immer so. Nein, ich bin zweimal jetzt in der dritten. Nein. Ich bin zweimal in der dritten. Weiß, ich soll mit Weiß fahren? Seid ihr alle doof? Du bist auch schon mehrmals in der ersten rausgeflogen. Also nicht heute, aber ich, ne? Vor ein paar Mal, so Belgien und so. Ja, nicht. Was willst du damit sagen? Boah, ich habe so eine richtig häselige Strategie. Ja, Weiß, ne? Rot und Weiß, ja. Ja. Super. Super. Das mache ich, glaube ich, auch. Also ich lasse das so. Ja, also ich gehe lieber dreimal in die Box, oder? Ja, also das mache ich sowieso. Also ja, ich glaube, dass ich gar nicht an die Box gehe. Ich bin die letzten 20 Rennen gar nicht mehr in der Box gewesen. Die haben mich nie gesehen, Alter. Die wissen gar nicht, wer ich bin. Eine Box? Die wissen gar nicht, wer ich bin.
wenn ich jetzt so in diesem Rennen an die Box fahre, dann denken die so, hä, wer ist das denn? Ach, der ist auch mal was, was müssen wir mit denen machen? Zwei Fahrer? So, ich fahre gerade vor euch weg, tschüss, ha! Ich werde eh wieder so ultra dumm starten und dann bin ich eh gleich bei dir. Ja, ich darf diesmal nicht so gut starten, weil sonst bin ich direkt auch tot. Also so wie normal halt, ne? ich find's gut, dass dieses Du liegst in Führung immer noch außerhalb des Bildschirms ist. Das ist immer noch ein Bug. Bei mir, der wird immer noch nicht gefixt. Nee, nee, das so Bug ist ja, das ist so gewollt. Ist ja normal, ja. Ich find's gut, dass ich Tempo vorgeben kann. Sie erwarten gerade keinen Regen, oh mein Gott. Ja, ich find's gut, dass ich es vorgeben kann. Warte, kann ich jetzt auch ihr mich einfach vorschummeln oder so? Ich fahr 50. So wie du das gemacht hast. 10 km/h. Stimmt, das wäre jetzt geil, wenn es ein richtiger Bug wäre. Warte, ich bin gleich auf Platz 1. Ich bin schon Platz 9. Ich gebe jetzt gerade Gas, da kriegst du nichts mehr hin. Ich stell schon mal hoch. Ich würde mich auch schon freuen, auf Platz 9 zu starten. Ja, ja, genau, so, so muss es sein. Ich bin auf Platz 3. Boah, ich bin auf dem Rasen. Hast du schon hochgestellt? Ja, hab ich. Jung! Schaffe ich es noch vor Hamilton? Nein, habe ich nicht geschafft. Nein! Nein! Lol! Okay, ich muss auf Platz 20. Schade. Bei mir wurdest du zurückgesetzt. Ja, wurde ich auch. Bei meiner, als er übernommen hat, ist er in Hamilton reingefahren. Ja, aber wenn du nicht zurückgesetzt werden würdest, dann hätte es bestimmt funktioniert. Ja, bestimmt. Okay, Leute, Daumen drücken, viel Glück dir, Jan. Ich wollte mal überholen, weil ich im Rennen schaffe ich das ja nicht, wenn ich meine Schuhe rausziehe. Viel Glück dir, aber ich glaube, das wird nichts. Ich starte wieder mit Vollgas, da kenne ich nichts jetzt. Das ist mir jetzt egal. Es lief sowieso immer ganz kritisch mit Vollgas. Alter, das war mein bester Start seit 80 Rennen. Vollgas. Ich fahre nur mit Halbgas, weil ich traue mich nicht. Vollgas ist einfach besser als alles. Ich fahre außerhalb der Strecke. Ich war nie auf der Strecke. So, pass auf, ich bin jetzt Erster und ich bin ja so ein richtiger Hurensohn. Ich fahre jetzt einfach auf Mager und bremse alle aus die ganze Zeit. Weil ich schaff sowieso nichts sonst. Boah, fahr mir rein, du Affe. Also eigentlich wäre ich jetzt Platz 18 gewesen, aber... Also natürlich kann ich jetzt nicht mehr das Tempo halten. Das darf ich ja jetzt nicht mehr so, aber an sich kann ich es ja probieren. Ja, genau. Ja, ich fahre jetzt noch Kacke. Das hat funktioniert, ich habe keine Strafe... Oh, okay, doch. Ich habe keine Strafe bekommen. Das war regelwidrig. Nein, ich werde gedreht. Alter, ich will dir helfen damit und du baust schon wieder Scheiße. Ich wurde gedreht. Ja, gedreht. Du fährst viel zu offensiv wieder. Nein. Nein. Ich hab Dreck auf der Kamera. Also was ist eigentlich mit der Kamera? Also ich muss jetzt an die Box am roten Frontflügel. Ja, viel Spaß dir. Oh, schnellste Runde. Krieg ich noch einen extra Point? Ja, ich habe jetzt ich die schnellste so Runde. Ich war so langsam mit dem dass hier erstmal gelbe Flagge angezeigt wird. Erstmal so Boxeneinfahrt testen. Als ob der mich überholt hat. Das finde also ich gar nicht okay. Boxenstopp habe ich schon mal geschafft. Das finde ich nicht okay, dass der mich überholt. Hallo! Hamilton, warum ist der schneller als ich, Hamilton? Lol, bist du doof? Warum ist Hamilton schneller? Gelb. Ich hab weiß eingestellt und ich bekomme. Scheiße! Gelber Frontflügel. Wieso habe ich jetzt gelb bekommen? Ganz ehrlich. Gelber Frontflügel auf der Strecke schmeckt bestimmt ziemlich lecker. Das regt mich jetzt tatsächlich auf, dass ich gelb bekommen habe. So, sorry. Ups. Weil ich habe ja meine Taktik nicht verändert, ich habe nicht selber umgestellt, die haben mich nicht gefragt. Und dann möchte ich mal einen weißen Reifen bekommen. Also davon bin ich jetzt ausgegangen, dass ich meine Reifen, weißen Reifen bekomme. Weil so mit Gelb habe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht viel. Also kann ich jetzt auch nicht
viel länger draußen bleiben als die anderen so standardmäßig. Das wäre halt schon ziemlich geil gewesen, wenn ich irgendwie mit Weiß halt richtig lang draußen bleiben könnte. Und vielleicht sogar durch, aber das glaube ich nicht. Naja, ja, jetzt kannst du ja nicht gelb-gelb fahren, oder nicht? Weiß ich nicht, aber ich wäre halt eigentlich gerne einfach nur weiß gefahren. Ja, ich glaube aber nicht, dass das geschafft hätte. Weiß ich auch nicht. Also gelb-gelb ist ja auch nicht so schlecht. Okay, geh sanfter mit dem. Weiß ich noch nicht, ob das so schlecht ist, oder ob das... Nicht. Lol. Weiß-rot wäre halt gar nicht gewesen. Ja, da ist einer raus. Ich habe damit übrigens nichts zu tun, falls du das anfechten willst. Bei mir ist gelbe Flagge. Oh, da ist ein... Autotor. Ja, ich sag ja, da sind wir raus. So, dritte Runde bin ich bisher immer rausgeflogen. Jetzt ist dritte Runde. Bin noch nicht draußen. Bin gleich auf Startziel. Muss ich aufpassen, dass du mich gleich nicht überrundest, Alter. Was? Ja, ist ja so. Was du denn genommen, Alter? Ja. So, dritte Runde nicht raus. So gut. Schreibt mal, Micha, wir brauchen noch ein bisschen. Ja. Warte, kann ich gleich machen. Albon war auch an der Box, oder wie? Hä? Ne, Albon, ach, hab ich, ja, den hab ich, ne, ich hab damit nichts zu tun. Nein. Ups. Glaub, da ist einer vor mir, war echt einer an der Box. Aber der ist so weit vor mir. Könnte sein, dass Albon hinter mir war. Auto vor mir? Was, du hast die schnellste Runde. Heftig. Ja, irgendwas muss ich ja machen mit den neuen Reifen. Fahren. Ja, vorwärts am besten. Nee. Manchmal auch nach links. Oder nach rechts. Selten. Oh, scheiße. Boah. Ganz knapp den Bremspunkt verpasst, aber noch gerettet. Ja, was mit dem? Der ist ein Auto vor mir, also ein Platz vor mir, ne? Ein der Auto? War auch schon an der Box, hat auch gelbe Reifen geholt. Und der ist einfach 11 Sekunden vor mir. Boah, was hast du denn gemacht, Alter? Ja, weil ich so ultra kacke mit dem... Ich war halt... Ja, okay, der ist aber auch weiter vorne gestartet halt, ne? Ja, und ich habe mich auf dem letzten Platz halt gedreht. Rot, komplett, beides rot. Jetzt hab ich Bock auf noch weitere 31 Runden. Schmeckt. Wenn ich jetzt noch so 10 Runden hätte oder so, dann... Ja, noch weitere 31. Nee, glaube ich nicht. Doch. So wie ich gerade fahre. Batterie sieht gut aus. Du kannst überholen aktivieren. Jetzt willst du noch 31 Runden fahren. Ja, leider. Glaubst du nicht, dass du vorher rausfliegst? Ich würde gerne auch weniger fahren. Ich glaube, das ist ziemlich leicht einzurichten. Ja, so war es nicht gemeint. Ich rede jetzt ein bisschen scheiße. Ja, ja, genau. Passt immer, zu mir. Oder? So, Hamilton, jetzt bist du wieder fällig. Hamilton kannst du auch irgendwie wegmachen. Ja, so. Hab ich vor, wenn er mich hin überhaupt überholen lässt. Er hat mich richtig weggedrängt. Ja, auf welchem Platz bist du denn? 2. Hä? Warum? Schon die ganze Zeit. Warum? Wie, warum? Ja, du warst auch auf Platz 1. Ja, und Hamilton hat mich überholt, weil er krass ist, keine Ahnung. Was soll das denn? Will er irgendwie noch Weltmeister werden oder was? Ja, kann sein. Er ist der stärkste Konkurrent, glaube ich, ne? Ja, er ist auf Platz 2. Ja. Alter, hier komme ich ja immer raus. Tatsächlich sogar realistische Chancen. Auf Platz 1. Ja, und deswegen ramme ich ihn jetzt gleich weg. Ah, oh, das ist gut. Wollte ich jetzt schon machen, aber ich habe es nicht geschafft. Bisschen traurig. Jetzt ist gut rausbeschleunigen, dann kriege ich ihn. Gut also, rausbeschleunigen, der war gut. Ja, kann ich, fliege ich wieder raus wahrscheinlich. Gut rausfliegen, ha! Ja, genau. Ja, das war gut. Das mache ich auch immer gut. Das war gut. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich hin soll. Links, rechts, ich weiß es nicht.
Ich fahr links, er macht zu. Ist egal. Alter, du Hurensohn. So, ausgebremst habe ich ihn auf jeden Fall. Ah. Und das mache ich jetzt weiterhin. Jetzt kann ich schön wegbeschleunigen. Ich muss dreckig fahren, Leute. Natürlich wird das in echt keiner so extrem machen wie ich. Hier. Ey, meine Reifen sind jetzt schon ekelhaft. Also ich probiere ihn jetzt mal auszubremsen, aber dass er mir halt drauf hat, ist fährt, ist echt schwierig, das so zu machen. Probier's. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan? Ja, bremst mega. Aber bremsen ist doch gut. Ja. Kannst du das ganze Feld aufhalten? Mach ich auch. Alles klar. Ja, das ist so krass, ihr seid halt eine halbe Runde vorne. Ja, ich bremse ja jetzt. Mal gucken, was Hamilton jetzt macht, ob er in die Box muss. Ich glaube aber nicht. Boah, es ist mir gerade warm wieder hier, echt. So anstrengend. Formel 1 ist echt anstrengend. Ne, Hamilton fährt auf jeden Fall durch. Ja, ich habe ihn nicht gut getroffen für sowas. Wann ist denn euer Boxenstoppfenster? Keine Ahnung. Ich hab gerade andere Sorgen, tut mir leid. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Meine Sorgen sind gerade, dass die gelben Reifen echt nicht so sexuell sind. Von der Dauer, wo es hält, oder was? Von der. Ja, also ich hab zwar echt wenig Prozent angeblich. Aber die fühlen sich echt trotzdem schon richtig schlecht an. Ich habe gerade mal knapp über 10%. Alter, ich bin so gut, wie ich den gerade weggedrängt habe. Das ist richtig gut. Weggedrängt. Also mein Boxenstoppfenster ist 17 bis 18. Alter! Aber das liegt daran, dass ich auf... 17 bis 18 und du hast... welche Reifen? Ich gehe dann auf gelb, wollte ich gerade sagen. Das liegt daran, dass ich nicht auf weiß wie planmäßig gehe, sondern auf gelb. Weil ich habe sehr wenig Verbrauch auf Rot und den werde ich hoffentlich auch auf Gelb so haben. Deswegen kann ich Rot-Gelb fahren. Das ist aber auch so planmäßig. Ja, hat er mir vorgeschlagen. Also planmäßig war es weiß und da weiß ich nicht, naja, war es ein paar Runden früher wahrscheinlich. Ah, okay. Keine Ahnung, ich schätze so 14. Oder so. Nicht genau darauf geachtet, leider. So, ich hoffe, dass du ganz kommst. Kommst wohl schon auf, ne? So wie ich das hier gerade ein bisschen manage, müsstest du rankommen. Und das sind halt für mich, auch wenn die Leute das jetzt vielleicht hässlich finden, ich hoffe nicht, dass ihr es so seht, weil für mich ist es ganz einfach so, die Gefahr, wenn ich so fahre, wie ich jetzt fahre, ist natürlich viel, viel geringer, dass ich rausfliege. Logischerweise. Und wenn ich nicht rausfliege, ist das ja auch eigentlich ganz geil so. Das sind Runden, die ich gut mache, ohne dass ich halt rausfliege. Und außerdem unterstütze ich auch Jan damit noch. Das ist noch ein weiterer Punkt, den man anmerken Alter, kann. Alter, ich weiß nicht. Ich habe zwei Kurven in diesem, auf dieser Strecke, die ich halt so richtig, wo ich immer wieder so ein bisschen so quer stehe. Jetzt könnte ich ein Problem kriegen. Kriege ich noch nicht, aber es sieht gefährlich aus. Er ist sehr nah an mir dran. Muss man mal ein bisschen heftiger bremsen. Für dich auch sogar reifensparend so zu fahren. Ich weiß, mache ich ja deswegen auch. Also das hat für mich sehr viele Vorteile. Es hat für mich sehr viele Vorteile und hilft dir gleichzeitig noch. Sag, das ist eine Top-Sache, finde ich. Es ist halt einfach Runden, wo ich halt nicht rausfliege. Nicht so einfach. Wenn ich da so hektik-mektik hier lang fahre, dann ist halt die Gefahr, dass ich rausfliege, sehr hoch. Und ich muss ja nicht mal zwingend Platz 1 werden.
sind halt nur so extrem viele Runden noch, was mich echt abfuckt. Wenn du wieder an der Schlange dran bist, bitte ich dich aber, dass du nicht zu offensiv fährst. Ich schlag dich sonst. Ich dreh um und box dich selber weg. Vorgeschlagen bekommen. Jetzt krieg ich ein Problem, glaube ich. Da bin ich nicht zu weit weg von dem. Der holt mich, glaube ich, ein. Nee, holt er nicht, weil er scheiße Alter, ist. Das kann nicht sein. Was hast du denn vorgeschlagen bekommen? Rot in Runde 22. Ja, dann. Achtung, das virtuelle Safety, Safety Car, was denn jetzt? Glaube ich wegen mir. Echtes Safety Car wäre besser gewesen. Ja, wegen dir? Ja, ich war richtig weit weg von der Strecke. Nee, aber da ist jemand in der Box. Das sieht nach Mercedes aus. Du kommst an den Rand, jetzt guck mal, wer das ist. Hamilton. Als ob. Das ist richtig nice. Den wollte ich auch haben. Das Dappen hätte ich auch gerne. Tempo bis zu den grünen Flaggen. Aber. Ja. Ja, und sonst so. Ich mag Brasilien halt auch nicht und man sieht's. Man sieht es so krass. An meinem Fahrergebnis hier. Ich mag's auch nicht, das sieht man auch an meiner Fahrweise, aber. Also ich finde es mehr oder weniger, ich weiß nicht, ich finde es gut, dass ich halt theoretisch sogar nochmal auf Rot gehen könnte. Weil ich weiß nicht, ob ich so lange tatsächlich aushalte. Ey, dadurch, dass ich die so richtig ausbremse die ganze Zeit auch, ist halt da ultra das Chaos bei denen. Alter, er hat mich weggerammt. Hülkenberg. Ich zieh wieder innen rein. Ich krieg eine Verwarnung, oder? Er will mich an die Box, was ist so da? Ah, ich habe einen roten Frontflügel. Hä, wurde mir gar nicht angezeigt. Egal. Ja, das ist noch mehr Grund, noch langsamer zu fahren. Ist er denn noch auf Platz 1 jetzt? Hä? Ist er auf Platz 1? Ja, ja, ja. Ich habe ihn wieder zurückgeholt. Kann ja eigentlich, kann der nix, aber... Hier ist eine gelbe Flagge. Oh ja. Mein Gott! Ich sag ja, Alter, dadurch, dass ich so hier stehen alle Autos! Ich bin auf Platz 13. Das ist saugeil. Da stehen 7 Autos oder so. Das ist richtig nice. Ich sag ja, dadurch, dass ich so extrem bremse, ist da hinten halt so ein richtiger Pulk die ganze Zeit. Die sind alle auf dem Haufen. Und das hat dann. Einen riesigen Unfall hatten die. Hat gerade dann den Vorteil, dass die halt auch eventuell untereinander Scheiße bauen. Alter, mit dem roten Frontflügel den Platz 1 jetzt zu verteidigen. Ist auch nicht ganz so angenehm. Deine Rundenzeiten fallen. Genau, Platz 10 jetzt. Ja, ja, bist gleich ganz vorne. So ein Arschloch, dieser Hülkenberg. Aber er kriegt's nicht, er kriegt's nicht. Alter, jetzt wird's richtig schwierig, das zu verteidigen. Eigentlich muss ich an die Box. Aber ich will auf Gelb weiterfahren nachher, nicht auf Weiß. Dafür muss ich nur ein, zwei Runden aushalten. Leck. Ey, lol, ich bin jetzt gerade wirklich so aus dem Nichts wieder mitten im Game drin. Da ist wieder gelbe Flagge. Ja, ich seh's. Ja. ETF, was geht hier? Kannst dich bedanken. Ich bin wirklich kein Platz 1 Meister. Bei ja, mir. Danke. Ja, aber das kam wirklich super unerwartet jetzt. Ja, mega unerwartet, wenn ich alle ausbremse die ganze Zeit. Ja, aber dass es halt so langsam ist und dass sie halt so einen Unfall da hatten. Dass es halt so doll ausgebremst ist, damit habe ich halt gar nicht gerechnet. Übrigens, die sind jetzt, haben gerade schon angefangen in die Box zu gehen. Ja, ja, weil die auf Weiß gehen, glaube ich. Aber ich, Schlaubi Schlumpf, will ja auf Gelb. Und das könnte Alter, ich jetzt. Ich bin machen. Auf Platz 5 jetzt. Aber wie gesagt, die gehen ja jetzt an die Box, gehen einmal nur und ich muss ja noch einmal.
Oh mein Gott, die teleportieren sich, Hilfe. Ja, diese Bugs habe ich auch die ganze Zeit gehabt. Also du kannst jetzt wieder ganz normal fahren, ja? Ja, kann ich nicht. Ach so. Ja. Ich fand die Taktik ja auch gut. Ich, meinetwegen fahre ich noch 30 Runden so weiter, dann fahre ich als Platz 1 ins Ziel. Aber es geht nicht. Okay, ich wurde überholt. Ich hab's gesehen, ich bin ja jetzt direkt hinter dir. Das sind überhol, Teile geflogen. Ja, ja, bei mir nicht. Ich überhole Reis zurück jetzt, mir scheißegal. Ich gehe jetzt an die Box. Ja, du darfst nur mich nicht ausbremsen, weil ich ja auch noch an die Box muss. Ich gehe jetzt an die Box. Ja. Also wegkommen werde ich dich nicht, aber jetzt nochmal ausbremsen wahrscheinlich schon. Weil ich halt echt nicht schnell fahren kann jetzt. Okay, dann viel Spaß. Jetzt ist deine Aufgabe quasi, das fortzuführen, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Gehen alle mit an die Box, heftig. Jetzt bist du Platz 1. Jetzt weiß ich nicht. Musst du das machen, was ich gemacht habe am besten. Ja, das werde ich mit Sicherheit jetzt nicht machen, weil ich ja noch an die Box muss. Die anderen nicht. Stimmt. Los geht's. An der Boxenausfahrt auf Rennen. Ich werde jetzt weiter, genauso wie die ganze Zeit davor, versuchen, richtig, richtig gut zu fahren. Und dann wechsle ich Runde 22 oder 21 oder sowas. Wie lange bist du mit Gelb gefahren? Naja, seit der ersten oder zweiten Runde. Und ich soll bis Runde 22. Ja, okay. Weil er sagt, noch ein Boxenstopp ist geplant, aber. Wechsle ich auf jeden Fall nicht. Hätte ich so oder so nicht gemacht wahrscheinlich, aber... Ja, ja, schaffst du. Nur mal so zur Nachfrage. So. Und jetzt muss ich halt angefahren, weil sonst hat mir das alles nichts gebracht. Auf welchem Platz bist du denn jetzt? Oh, Alter, das war nicht guter Angriff. Nicht guter Angriff. 15. Echt? Ja. Wieso das denn? Naja, die waren ja alle schon in der Box, ich nicht. Und mein Boxenstopp dauert ja länger wegen Flügel und so. Ja. Bitte umstellen auf schnellere Motoreinstellungen. Wir sind zwei Runden über Benzinplan hier. Ja, ich habe auch gehofft, dass ich irgendwie in den Punkten wieder rauskomme, so Platz 10 Verstappen oder so. Verstappen auf Platz 3. Aber. Ah, Verstappen nur auf roten Reifen. Ja, dann war er glaube ich noch nicht, oder? Oder er geht also rot-rot-gelb oder er geht ja, nochmal. Ich gehe mal davon aus, dass das er muss auf jeden Fall. Ja, einmal das sowieso. Also einmal muss er noch. Ja. Aber die Frage ist halt, ob er schon mal war. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass er auch ja, schon mal war. Ja, glaube ich auch. Ah, bitte jetzt nicht wegrammen. Das wäre nicht cool, Mieke. Ja, jetzt, wo ich gerade auf Platz 1 bin, fahre ich wieder so schlecht. Wirklich, ich fahre... Ich bin die Runden, wo ich dann dran war, bin ich plötzlich viel, viel besser gefahren und jetzt fahre ich wieder so einen Scheiß zusammen. Wann gehst du denn? 22, hast du gesagt, ne? Kann noch mal gucken, aber ich meine mich erinnern zu können, dass... Ja, Scheiße, 22. Reifen weg wahrscheinlich. Ich muss an die Box. Ja, okay. Leck mich, ich hasse dieses Spiel. Es ist wirklich... LOL! Wie dumm ist der denn? Ich stehe auf der Strecke, hab schon den Totalschaden-Bildschirm und mir ist gerade eine volle Kanne reingefahren. Das war, volle Kanne. Volle Kanne. Oh, die Kamera geht perfekt aus. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das wäre total, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Jan vorbei. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.